Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute gibt's was vom Jürgen Fritz Blog und zwar Eva Hügel legt nach. Ihr tickt wohl nicht richtig. Vom 23. August 2017. Völlige Empathielosigkeit, ja fehlende Authentizität, warf man der armen Frau vor, nur weil sie während der Rede von Martin Schulz zu den muslimischen Terroranschlägen in Barcelona und Cabril im Hintergrund ständig lachte und wilde Faxen machte. Doch das wollte Eva Hügel nicht auf sich sitzen lassen. Die Affäre ging die letzten Tage durch alle möglichen Medien. Nur weil die Sozi-Abgeordnete dauernd lachte und sehr ausgelassen war, während ihr Parteivorsitzender Martin Schulz in gewohnt professionellen Phrasen seine Fassungslosigkeit, seine Bestürzung, Traurigkeit und Wut in die hingehaltenen Mikrofone intonierte, machte man der armen Frau deswegen Vorwürfe, sie wäre völlig empathie- und pietätlos, das Schicksal der Menschen, die in Barcelona und Cabril brutal ermordet oder schwer verletzt wurden, sei ihr im Grunde völlig egal. Das wollte die einfühlsame Sozialdemokratin aber natürlich nicht auf sich sitzen lassen und gab dazu eine persönliche Erklärung ab, die ich im Folgenden paraphrasieren werde. Eva Hügels persönliche Erklärung. Zunächst machte die sympathische SPDlerin deutlich, wie es sie doch entsetzt, dass nur aufgrund eines unglücklichen Filmausschnitts von ihr ein ganz falscher Eindruck entstehen konnte. Nicht, dass unschuldige Menschen in Barcelona und Cabril einen weiteren muslimischen Anschlag zum Opfer fielen, 15 von ihnen starben und über 120 zum Teil schwer verletzt wurden, machte sie tief betroffen. Das gehört ja nun mal zu unserem Leben mit dem Islam dazu. Absolute Sicherheit kann es hier nun mal nicht geben. Betroffen machte sie aber, dass ein falscher Eindruck von ihr persönlich entstanden sei. Daher entschuldige sie sich bei allen, die ihr Verhalten verunsichert habe. Aber nur bei denen. Bei den Nicht-Verunsicherten, insbesondere bei denen, die sich sehr sicher sind, wie sie dieses ganze Schauspiel der stellvertretenden Vorsitzenden der Bundestagsfraktion einzuordnen haben, entschuldigt sie sich nicht. Auch nicht bei den Opfern der Anschläge. Und am allerwenigsten entschuldigt sie sich bei AfDlern, diesen bösen Menschen, die ihre aufschlussreiche Aufführung auch noch verbreitet haben. Im Grunde sind die ja an allem schuld, denn ansonsten hätte doch davon gar niemand etwas mitbekommen. Phoenix zum Beispiel hat die ständig lachende und Faxen machende Eva Hügel völlig rausgeschnitten, so wie sich das gehört. Hätten alle das gemacht, hätte die Welt von dem Ganzen nie etwas erfahren, so wie von tausend anderen Dingen auch, von denen das gemeine Volk nie erfährt. Wer den ganzen Vorfall ans Tageslicht brachte. Hinter der ganzen Affäre scheint übrigens ein gewisser Alexander Wendt zu stecken, ein Journalist und Buchautor, der für den Fokus tätig ist. Dieser gibt zwar vor, kein AfDler zu sein, schreibt aber auch für die dubiose Achse des Guten von Henrik M. Broder und Dirk Maxeiner. Und Wendt ist mit Michael Klonowski befreundet, der früher ebenfalls für den Fokus tätig war und dann zeitweise als Berater von Frauke Petri, in Klammern AfD, agierte. Jener Alexander Wendt hat die kurze Sequenz der lachenden und feixenden Eva Hügel aus dem Video eines österreichischen Senders abgefilmt und dann online gestellt, dieser Schlingel. Das muss doch ein AfDler sein, ob er es zugibt oder nicht. Anständige Leute machen so etwas nämlich nicht, sich an Sozis zu versündigen und dem gemeinen Volk deren wahres Gesicht zeigen, respektive hinter die Kulissen schauen zu lassen. Doch zurück zu der famosen persönlichen Erklärung der Vorzeigesozialdemokratin. Eva Hügel erklärt den Hintergrund ihrer Fröhlichkeit und Ausgelassenheit. Die von Natur aus schon gut gelaunte Eva war mit anderen fröhlichen Sozis zu einem freudigen Anlass zusammengekommen. Ein Denkmal für eine andere Genossin, die 1919
als erste Frau eine Rede im Reichstag gehalten hat. Was sind das schon, 15 Tote oder über 120 Verletzte bei über 510 Millionen EU-Bürgern angesichts einer solchen historischen Großtat? Und diese Frauenrechtlerin war auch noch eine Sozialdemokratin und bekomme nun ein eigenes Denkmal. Also wenn das kein Grund sei, fröhlich und ausgelassen zu sein und ein wenig zu feiern, dann wisse Eva Högel auch nicht mehr. Und im Grunde hat die gute Frau doch recht, oder? Wenn man jetzt anfängt, wegen jedem Europäer traurig zu sein, der von muslimischen Terroristen über den Haufen gefahren, abgestochen, eingeschüchtert, verletzt, misshandelt oder vergewaltigt wird, dann wäre man ja rund um die Uhr trübsinnig. Und trotzdem, weil Sozialdemokraten so unglaublich sensibel sind und sich wie niemand sonst für das Volk interessieren, habe man mitten in diesem freudigen Ereignis die erste Frau, die eine Rede im Reichstag hielt, eine Genossin bekommt ein eigenes Denkmal. Sogar auf Musik verzichtet und noch mehr als das. Die Sozialdemokraten haben sogar eine Schweigeminute eingelegt. Eine ganze Minute! Also bitte! Braucht es denn da noch mehr Beweise der Betroffenheit? Anschließend erklärt die sympathische SPDlerin die konkrete Situation. Wir wussten doch alle gar nicht, von was der da vorne redet. Als nun der neue vorübergehende Parteivorsitzende, dessen Namen sie sich nicht merken könne, da vorne stand und begonnen habe, zu den Anschlägen von Barcelona und Dings da zu sprechen, da hätten doch alle, die sich hinter ihm stellten, gar nicht gewusst, über was der redet. Irgendjemand habe gesagt, der Neue gebe gleich eine Pressekonferenz. Kommt und stellt euch alle dahinter, das sieht besser aus, als wenn er da ganz alleine rumsteht. Dann seien eben alle aus Solidarität hingegangen. Das machen Sozis stets so. Die halten eben immer zusammen. Auf den Inhalt, was der Interimvorsitzende da von sich gab, habe kein Mensch geachtet. Da sei es auch grundsätzlich nicht üblich, da zuzuhören oder zu wissen, um welches Thema es da überhaupt gehe. Gerade bei dem Neuen sei das im Grunde auch egal. Der spule zu allem ähnlich wohlklingende Phrasen ab, die eigentlich immer passen. Insofern treffe sie selbst da keinerlei Verschulden. Als sie dann den Sozi-Innensenator Andreas Geisel im Publikum gesehen habe, winkte sie ihm zu und gestikulierte etwas wild. Ja, das gebe sie zu. Aber doch nur, weil sie wollte, dass er auch nach vorne komme und sich neben sie stelle. Sie habe sich halt gefreut, ihn zu sehen und wollte was mit ihm ausmachen, ob man später nicht zusammen ein Gläschen trinken ginge. Mein Gott, sei das nicht menschlich? Als sie dann aber gemerkt habe, worüber der Neue, dessen Name ihr immer noch nicht einfalle, gerade spreche, dass es irgendwie um die muslimischen Terroranschläge in Spanien ginge, von denen sie in den Nachrichten irgendwas gehört hatte, da habe sie doch sofort eine ganz andere Miene aufgesetzt, eine fast schon staatstragende. Sie finde, dass sie diesen Part ausgesprochen gut hingekriegt habe. Dass sie später nochmal lachen musste, hätte andere Gründe, an die sie sich inzwischen nicht mehr erinnern könne. Zu den muslimischen Terroranschlägen in Spanien. Dieser schlimme Terroranschlag in Barcelona und Dings da, den Namen des anderen Ortes bzw. den Anschlag selbst, habe sie schon wieder vergessen vor lauter Sozi-Denkmal. Diese Anschläge machten sie selbst, ja, überhaupt alle SPDler auf der ganzen großen Welt sehr betroffen. Ja, wirklich. Sehr, sehr betroffen mache sie das. Und sie persönlich ganz besonders. Das müsse man ihr unbedingt glauben. Alle Sozialdemokraten dieser Erde, ganz besonders aber die deutsche Sozialdemokratie, trauere um die Toten und die Angehörigen. Und die SPD werde auf den muslimischen Terrorismus auch reagieren. Und wie die SPD das tun werde. Man werde ganz viel machen. Ganz, ganz viel. Bald schon werde es auf der ganzen Welt überhaupt gar keinen Terror mehr geben. Nirgends. Wenn nur alle die SPD wählen. Und sie persönlich werde als gewählte Abgeordnete im Bundestag dazu einen ganz besonderen Beitrag leisten,
dass es bald schon nirgends mehr Terror geben wird. Sie, Eva Högel, werde maßgeblich daran mitarbeiten, dass die Erde, ach was, das ganze Universum völlig terrorfrei sein werde. Jawohl. Ihr tickt wohl alle nicht richtig. Alle, die aber meinten, dies seien doch nur hohle Phrasen, Eva Högel, der stellvertretenden Vorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion, sei der muslimische Terror letztlich egal, sie würde sich darüber sogar noch lustig machen, die konsequente Bekämpfung des islamischen Terrors sei ihr gar kein ernstes Anliegen, dies seien vielmehr reine Lippenbekenntnisse, all jenen ruft die energische Sozialdemokratin zu, ihr tickt wohl nicht ganz richtig. Ansonsten behalte die in Wahrheit äußerst zart beseitete sich vor, alle widerlichen Kritiker, de facto natürlich alles rechtsextreme Hetzer-Sternchen-Innen. Wer sonst sollte an so einer empathischen, authentischen, wahrhaftigen, sympathischen Sozialdemokratin Kritik üben? Ansonsten behalte sie sich also vor, all diese zu melden und löschen zu lassen. Dies gilt aber natürlich nicht, so hoffen wir zumindest, für Satiriker, auch wenn diese nicht bei den Sozi-Haussendern ARD und ZDF angestellt sind. Ja, das war's von mir an dieser Stelle. Bleibt mir nur noch eins übrig, mich beim Jürgen Fritz zu bedanken, bei seinem Blog. Und ja, verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss, sagt euer Moschpit und Peace.